Am 17. März ist es nun wieder soweit. Es wird getanzt auf der 6. langen Dessauer Tanznacht. Auch in diesem Jahr ist wieder das Passende für jeden Besucher dabei. An verschiedenen Orten werden unterschiedliche Tanzstile, Tanzanleitungen und spannende Showanlagen geboten. Um das Interesse des Publikums zu wecken und einen lockeren und amüsanten Tanzabend zu garantieren. Also die lange Dessauer Tanznacht wird sich dieses Jahr zum 6. Mal der Stadt präsentieren. Und neben den bewährten Kursen, die wir über die Jahre hinweg schon angeboten haben, wird es auch in diesem Jahr zwei neue Partner geben bei der langen Dessauer Tanznacht. Zum einen gibt es ein Angebot im Renaissance- und Barocktanzbereich mit Setatio Burgus. Und der orientalische Bauchtanz wird in diesem Jahr von Orient Tade vertreten. Und ansonsten dürfen sich die Gäste auf tolle Schnupperkurse freuen, zu denen die Einrichtung ab 19 Uhr einladen. Und darauf freuen wir uns und sind gespannt auf hoffentlich tanzbegeistertes Publikum in diesem Jahr. Wie in den vergangenen Jahren wird also ein reichhaltiges Programm geboten. Für wen die lange Dessauer Tanznacht besonders interessant sei und welches Publikum zu erwarten ist, das erläuterte Olaf Bülow auf einer Pressekonferenz am Dienstag. Ach, das Publikum ist querbeet. Also man kann nicht mal sagen, dass es jetzt ein ausgewiesenes zum Beispiel Ü30-Publikum ist, sondern es sind tanzbegeisterte Leute, unternehmungsfreudige Leute, engagierte Leute. Ja, also Leute, die durchaus bereit sind, auch im 6. Jahr sich auf so ein Angebot wie die Tanznacht einzulassen. Und da sind wir sehr froh drüber und hoffen, dass uns auch das in diesem Jahr wieder gelingt, Dessau-Roßlau zum Tanzen zu bringen. Das würde uns. Ganz besonders freue man sich darüber, dass mit Salatio Burgus frischer Wind in die Tanznacht komme. Mit ihren historischen Tänzen mit Stilen aus Mittelalter bis zur Renaissance werden alle Interessenten auch auf eine historische Tanzreise entführt. Die Veranstaltungsorte finden alle in der Innenstadt statt, so dass man durchaus mehrere Kurse nacheinander absolvieren kann. Also in diesem Jahr dabei sind das NH-Hotel. Dort wird sich der TSC Dessau präsentieren, gemeinsam mit der Tanzschule Günther und die Damen von Orient Tade mit dem orientalischen Tanz. Das Brauhaus zum alten Dessauer. Dort wird es im Dachgeschoss die Premiere von Setatio Burgus geben und die Hot Boots von Sabine Düben mit einem Line-Dance-Angebot. Und im Ratskeller schlussendlich wird sich die Salzerschule Dessau präsentieren, flankiert von einem Farbtupfer der Tanzschule Günther, die dort ein Tango-Argentino-Angebot unterbreiten werden. Und auch auf die jeweiligen Abschlusspartys kann jeder gespannt sein. Die große Resonanz auf den Kartenverkauf zeigt schon jetzt, dass auch die 6. lange Dessauer Tanznacht ein voller Erfolg zu werden scheint. Nochmal die Einladung an unser Publikum für Samstag, den 17. März. Ab 18.30 Uhr öffnen wir für euch unsere Tanzflächen und ab 19 Uhr sind wir mit unserem Tanzangeboten und unseren Schnupperkursen für euch da. Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Tanznacht und wir sehen uns am 17. März in Dessau. Also zögern Sie nicht, selbst das Tanzbein zu schwingen. Restkarten können Sie noch bei allen bekannten Vorverkaufsstellen und bei allen teilnehmenden Tanzpartnern erwerben.